So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zum täglichen Orakel. Ja, und heute habe ich mir ja gedacht, ich lege mal wieder ein Orakel aus so einer Mischung oder aus einem Thema, das mir die Woche in den persönlichen Readings immer wieder untergekommen ist. Da geht es einfach momentan sehr viel um Trennungen, um Rückzug, um bis Ende der Beziehung oder er meldet sich nicht mehr. Und die Frage, ja, die sich dann halt auch irgendwo zwangsläufig stellt, ist die, ja, werdet ihr denn nochmal wieder aufeinander zugehen? Also ich sage es jetzt gleich, das ist ja natürlich wieder eine Legung für die Kollektivenergie, die ist aber immer recht stark. Das heißt, ich freue mich sehr, wenn du damit in Resonanz gehen kannst, wenn du auch die Frage hast, ja, kommt da nochmal was, passiert da nochmal was oder soll ich das Ganze vielleicht loslassen, dass es mir besser geht, dann freue ich mich sehr. Wenn du nicht in Resonanz gehst, es aber dennoch dein Thema ist, ja, dann schreib mich natürlich gerne an für ein persönliches Reading. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Hab keine Scham, hab keine Scheu. Du kannst mir alles erzählen. Ich bin ein sehr guter Zuhörer und freue mich, wenn du dich dann auch an mich wendest, wenn du Herzschmerz hast, wenn du die Frage hast, ja, klappt es denn da überhaupt nochmal? Meine Nummer ist ja in der Infobox oder du gehst auf meine schöne Homepage angel-readings.de. Da sind auch die Preise drin. Ich stelle die Readings vor, ganz wie du magst. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Und bevor ich jetzt anfange, mal, das muss auch mal gesagt werden, mal einen ganz, ganz herzlichen Dank an meine lieben Kanalmitglieder. Ja, das ist ja der harte Kern der treuesten Fans, die so lange dabei sind. Und die sagen, okay, komm, ich schließe eine Kanalmitgliedschaft ab, tue ich dem Jungen mal was Gutes. Das gibt's für 4 oder 10 € im Monat. Dafür gibt's von mir natürlich auch Kartenlegungen exklusiv für die Kanalmitglieder. Und wenn du auch sagst, ich möchte gerne Kanalmitglied werden, dann geht das ganz einfach. Du gehst ja auf YouTube, suchst Angel Readings aus, dann kommst du auf meinen Kanal, da ist gleich der Button Mitglied werden und dann kannst du eine Mitgliedschaft aussuchen. Ich freue mich, wenn ich dich dann dort auf jeden Fall begrüßen darf. Na, also erstmal tausend Dank an meine lieben Kanalmitglieder. Ich bin happy, dass ihr da seid. Na, aber wir fangen jetzt mal an. Werdet ihr noch einmal aufeinander zugehen? Ist ja die Frage. Und dazu werde ich jetzt mal den guten Mann suchen. Ich werde ihn aufspüren. Wo ist er denn? Ach, hier ist er, ja. So, den legen wir nämlich jetzt raus. Auf den konzentrieren wir uns jetzt. Dann legen wir unseren Liebesstein drauf. Der ist jetzt gerade frisch aus der Reinigung gekommen. Also nicht, ich habe ihn in der Waschmaschine gehabt. Alles, was ich habe, energetisches, das wird hier erstmal gereinigt. Und dann wird es in den Kristallstein wieder aufgeladen. Also wie ihr seht, ich bin komplett ausgestattet. Das Räucherstäbchen brennt auch schon wieder. Und wir werden uns jetzt mal ja kurz auf unseren Wunschpartner konzentrieren. Die Frage, wird er noch einmal auf dich zugehen? Und ich mache das jetzt wie in den persönlichen Readings auch. Ich mische jetzt hier nochmal 8 Karten dazu. Der Frage, werdet ihr noch einmal aufeinander zugehen? Wisst ihr, wer mich kennt, ich lade auch die Videos hoch, die nicht so gut ausgehen, weil Kartenlegen ist ja kein Märchen erzählen, dass du hörst, was du gerne hören würdest, sondern ich habe ja auch die Verantwortung, irgendwie das dann wiederzugeben, was ich durch die Karten für Botschaften erhalte. Also wenn das jetzt nicht gut ausgeht, ich lade es trotzdem hoch. 2 Karten brauchen wir noch. 1 Karte noch. So. Aha, okay, ja. Die Unterseite des Decks, sehr interessant. Oh, okay, da ist das Kreuz. Das ist immer so, ja, die Hauptenergie für die Legung. Dann hebe ich nochmal ab. Okay, das ist natürlich jetzt schon mal eine Hausnummer. Die Mäuse und das Kreuz. Eine Last, eine Belastung, Kummer, Sorge. Gerade sage ich es noch. So. Einander gemacht. Ähm.
Okay. Schau da drauf. Aha, er schaut schon mal auf die Fische. Das ist ja schon mal was Gutes. Okay. Ich sehe schon, da ist gerade Funkstille, da ist gerade irgendwie Rückzug angesagt. Da tut sich nichts. Schaut ja furchtbar aus. Wartet. Wir sind hier im Fernsehen. Also muss das auch schön ausschauen. So. Okay. Ja, werdet ihr nochmal aufeinander zugehen? Es geht ja um ihn. Was du willst, wissen wir ja schon. Deswegen habe ich dich jetzt nicht mit rausgelegt. Was ist mit ihm los? Wird er nochmal auf dich zukommen? Wird es nur nochmal ein Revival geben? Ich sehe schon hier an der Hauptenergie, das Kreuz, die Mäuse, das ist ja so eine Kombination. Das Kreuz, eine Last, eine Belastung, eine schwere Aufgabe. Da die Mäuse noch dazu. Ja, die stehen für Zerfall, für Schwund, für Kummer, für Sorgen, dass etwas an dir nagt, dass dich etwas beschäftigt. Daher sehe ich hier schon an der Hauptenergie, eieieiei, da hat es wahrscheinlich gekracht bei euch. Ja, aber es ist für beide scheinbar eine Belastung, dass man hier sagen kann, es geht beide etwas an. Ja, die Mäuse, klar, wenn man sich gestritten hat oder wenn jetzt so ein bisschen, wenn das mal auseinander geht, wenn man nicht so richtig Kontakt vielleicht gerade eben hat, dann ist das so ein Zustand, der nagt halt auch einfach an einem. Wenn der Herzschmerz da ist, dann kann man den ja auch nicht einfach wegwischen. Also es belastet euch beide schon, dass hier irgendwas in die Brüche gegangen ist scheinbar. Ich sehe hier auch in der oberen Reihe, dass so ein bisschen was war. Die Vögel, der Berg und die Blumen. Also hier sehe ich Nervosität, Unruhe, Aufregung, der Berg, Schwierigkeiten, Hürden, ja auch Blockaden. Also ich sehe schon, ihr seid hier irgendwie auf Schwierigkeiten gestoßen. Vielleicht war es immer wiederkehrende Themen, Streitthemen, die euch da irgendwie belastet haben in Bezug auf die Harmonie, beziehungsweise das ging auf Kosten der Harmonie. Ja, die Blumen, eine Karte für die Selbstliebe, Harmonie, Komplimente, Aufmerksamkeit, Wachstum. Das hat da oben alles schon so ein bisschen gelitten bei euch. Das sehe ich schon, da war mal ganz gewaltig der Wurm drin, was vielleicht auch dann zur Folge hatte, dass es hier dann endgültig mal gekracht hat. Ja, also die Ausgangssituation ist gänzlich schlecht. Von daher sehe ich schon im Deck, er hat auch hier die Vögel über sich liegen. Das heißt, er hat auch diese innerliche Unruhe, diese Nervosität. Also ihn belastet das schon auch. Und er schaut auch auf die Fische. Die Fische, ist ja auch so eine Karte für, ja, Finanzen, hat jetzt hier aber nichts verloren, für Partner, Seelenpartner oder eben auch, dass die Dinge im Fluss sind. Er schaut auf eure Geschichte, auf euer Kapitel. Das Buch liegt auch da. Das ist ja das Wissen um einander, füreinander, zueinander. Also er schaut hier schon auf eure Beziehung. Ja, so ein bisschen, ja, fast schon melancholisch schaut er da drauf. Weißt du noch, wie es früher war? Na, diese ganzen Streitthemen. Das ist jetzt hier auch etwas, was ihn sehr belastet. Das ist jetzt nicht so, dass er denkt, zum Glück habe ich diese Frau von der Backe, sondern das belastet ihn schon auch sehr. Na, er schaut hier auf die Beziehung drauf, die Last, die Belastung liegt da draußen, mit den Mäusen noch, dass dann das an einem nagt, dass das einen beschäftigt, dass er selbst drüber nachdenkt. Ja, hätte ich vielleicht in der Beziehung auch mal etwas anders machen können, dass es nicht so weit gekommen wäre. Na, das sehe ich schon. Es tut ihm leid. Er ist belastet. Er weiß, warum das alles so gekommen ist. Ich sehe ja, dass da jetzt gekracht hat, dass es hier einen Stillstand gibt, eine Trennung gibt. Diese Wolken, die hier liegen, die muss man immer genauer anschauen, weil da gibt es zum einen die dunkle Seite der Wolken und dann gibt es auch die helle Seite der Wolken. Also da kommt dann die Klarheit schon rein. Ja, also auf der hellen Seite der Wolken, da liegt jetzt die Karte, die Wege. Ja, also die Wege, das ist immer eine Karte der Entscheidung, einen Weg, den er geht, eine Richtung, für die er sich entscheidet oder ihr euch entscheidet. Also die Frage war ja, werdet ihr noch einmal aufeinander zugehen? Und hier, dass da der Weg gefallen ist, ist natürlich ganz toll, weil das ist immer ein bisschen die Tendenz, wie es weitergeht, in Bezug auf die Lilien. So, ja, die Lilien, Sex, Sinnlichkeit, Romantik, Harmonie, Wachstum,
Schönheit. Also hier kann ich dann in der letzten Reihe schon auch sehen, dass da für ihn selber auch hier die Klarheit reinkommt, was er wirklich will, dass er vielleicht einen anderen Weg einschlagen müsste, sollte mit dir und dass das hier in Richtung Harmonie und Wachstum geht. Sex natürlich auch, gehört ja dazu. Sinnlichkeit, Romantik auch. Ich sehe schon, dass ihr auf jeden Fall oder dass er auf jeden Fall dazu bereit ist, ja, auf dich wieder zuzugehen. Zeitkarte, Lilien, Winterkarte kann ja nicht mehr so lange dauern, wenn überhaupt. Also das ist hier schon ein Deck, wo ich sehe, er leidet darunter, dass jetzt hier gerade kein Kontakt ist und möchte dann schon gerne wieder ja hier den Kontakt aufnehmen und auf dich zugehen. Ja, ich kann diese Frage in dieser Legung jetzt hier mit Ja beantworten. Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ja, du kannst oder konntest damit so ein bisschen in Resonanz gehen. Das spürt man ja, das fühlt man ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, alles gut und schön, aber ich möchte es mal genau wissen für mich und meinen Wunschpartner. Ich habe da auch so Fragen, würde gerne mal in die Energien reinschauen. Was steht denn zur Verfügung? Macht Sinn, macht keinen Sinn? Wie gesagt, dann schreib mich einfach an. Scheu dich nicht, alles kein Ding. Ich melde mich dann auch relativ schnell bei dir. Ich höre ganz oft, wie unkompliziert das bei mir alles abläuft. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Und wenn du auch magst, melde dich gerne. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann zeig es mir natürlich gern mit einem Daumen rauf. Wenn du magst, kannst du den Kanal auch kostenlos abonnieren. Dann gibt es immer ein Ding-Dong, wenn ich ein Video hochgeladen habe oder einen Livestream starte. Und dann freue ich mich, wenn ich dich dort begrüßen darf. Na? Okay, das war's schon wieder, meine Lieben. Ich bin raus, wünsche euch einen ganz tollen Tag, bleibt gesund, bleibt positiv, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus. Galoppieren aber unten an. Okay, so, weil es gar so schön war und der Tequila das auch ganz toll kann, machen wir das jetzt nochmal in der anderen Richtung. Es ist immer wieder erstaunlich, weil der Tequila ja überhaupt nichts sieht, er ist ja blind, was da für ein Vertrauen da ist. So, wunderschön. Und bevor es mir jetzt schwindelig wird, bin ich weg und viel Spaß beim Video.